Hallo, ich bin aktuell immer noch nicht fit. Ich fühle mich zwar nicht mehr so krank wie die letzten 2 Tage, aber immer noch stark erkältet. Ich habe nicht den Antrieb, ein großes Video zu machen oder irgendwas. In der Garage ist sowieso zu kalt, unmöglich für mich zurzeit. Deswegen werde ich heute mal dieses Modell bauen, die Fiat G50. Das ist eines der ersten Modelle, die ich Anfang der 70er Jahre als junger Pimp gebaut habe und diesen original verpackt. Hat 2 D-Mark 95 gekostet bei Kaufland. Und wenn es dieselbe Maschine ist, die ich 1971 sowas gebaut habe, 1970, 71, dann müsste die aus babyblauem Plastik sein, wenn Airfix dasselbe Material verwendet hat wie damals. Ich schneide es jetzt mal auf. Ich habe sogar 2 von den Fiats, die wollte ich unbedingt wieder haben. Ist ein kleiner Nostalgietrip von mir. Original Zellophan, über 50 Jahre alt. Machen wir die Schachtel mal auf, 1 zu 72. Kann mich noch genau daran erinnern. Ja, und tatsächlich, es kommt das blaue Plastik raus. Ich schwenke mal runter. Seitenleitwerk rausgebröselt. Da kommen die Teile raus. Da gibt es übrigens ein tolles Video auf YouTube aus der Fiat Flugzeugfabrik, wie eben dieses Modell hier gebaut wird. Gut, dann werde ich mal anfangen. Und vielleicht gibt es noch ein kleines Diorama dazu, was ganz einfaches, simples, bloß um das Ding ein bisschen darzustellen. Mal schauen, ob ich das heute Nachmittag schaffe. Aus heutiger Sicht ist der Bausatz von ganz mieser Qualität. Die Passgenauigkeit ist extrem schlecht. Hier oben sieht man, gibt es totale Überhänge. Die Stücke sind nicht passend aufeinander. Also, da kann man sagen, es ist wirklich aus einer anderen Zeit.
Ich bin jetzt fertig. Ich hatte seit Jahren schon kein Modell mehr, das so schlecht war wie der Bausatz da von 1967. Da war nämlich auf dem Spritzling ein Datum drauf, also das Werkzeug, wahrscheinlich wo der Spritzling gemacht worden ist, ist von 1967. Es hat überhaupt nichts gepasst, kein einziges Teil. Das Flugzeug ist eine einzige Katastrophe gewesen. Dann habe ich ewig nach dem Canopy gesucht, nach der Windschutzscheibe von dem Flugzeug. Alles abgesucht, gedacht, ist runtergefallen. Weg sein Konzept, was er war ja eingeschweißt. Habe ich dann hier gefunden. Mit dem Tesafilm, weil es so klein ist, auf dem Bauplan geklebt. Die muss jetzt aushärten. Das sind viele Sachen, die wo einfach nur durchs Aushärten fest werden, weil die Passungen so schlecht sind. Viele Spaltmaße, Ungenauigkeiten, ich muss also ein bisschen spachteln. Ich will es doch nicht so hinrotzen, soll doch ein bisschen was gleich schauen. Also war das heute Teil 1, machen wir es mal so. Ich habe auch hier schon so ein kleines Holzkistchen. Das soll vielleicht die Grundplatte bilden für mein Diorama. Das gibt ein kleines Diorama, soll in Afrika spielen, wo er die Italiener auch aktiv waren. Hier sieht er, habe ich es zum Trocknen ein bisschen hingestellt, das Fahrwerk trocknet, das ist äußerst labil. Hier oben furchtbare Überstände am Plastik, die Motorgondel hat nicht gepasst auf dem Rumpf. Einfach alles schlecht an dem Bausatz. Trotzdem ist ein Stück Kindheit, dieser alte Bausatz. Ich werde das jetzt als Teil 1 behandeln. Dann werde ich spachteln und lackieren und das Diorama machen. Das wird wahrscheinlich Teil 2. Mehr ist heute nicht drin. Seht es mal an als kleines ASMR-Video. Ein kleines Modellbauvideo wieder heute, bevor der Winter vorbei ist. Ich lasse das jetzt aushärten und werde es heute noch spachteln und mache dann morgen weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen. Was anderes war heute nicht drin. In der Garage ist arschkalt. Ich will mir nicht den Tod holen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao und Servus.